zwei, drei. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. So, und damit steigen wir auch direkt ein, denn es ist Kampagnenzeit. Karte liegt schon hier. Und zum Glück ist der Timo hier, denn der Timo bastelt gerade noch ein bisschen an seiner Rohrband. Da geht's geil weiter, aber da muss halt noch ein bisschen was fertig gemacht werden. Ja. Ich habe mir einen neuen Typen angeheuert und den würde ich gerne direkt ausprobieren. Und deshalb mache ich heute noch einen und zeige euch gleich mal hier im Close-up, was für ein Feld ich denn angreifen will. Und der Timo, der macht nämlich heute hier dann den Part des GMs und NPC und alles eigentlich. Eigentlich mache ich alles. Eigentlich macht er alles. Ja. Gut, wir zeigen euch mal die Map. Kampagnenkarte, so sieht sie aktuell aus. Hier sind drei Gebiete erobert, da oben immer noch 2, 3, 1 und meine 2. Mein Leader steht auch im Moment hier auf diesem Nestfeld. Bevor ich allerdings mich jetzt bewege, schauen wir mal, wohin sich denn die Staubwolke bewegt. Dafür brauchen wir einmal diesen Abweichungswürfel. Und okay, er bewegt sich konstant weiterhin. Jetzt ist er hier. Stecken wir gleich um. Beeinflusst mich jetzt gerade nicht, denn ich hatte schon einen Plan im Kopf. Stepano steht auf Gebietssicherung und er möchte einfach hier seiner Banditenbande weiteren Grund sichern. Und ich meine, es ist sein Land sowieso, aber er möchte gerne unbedingt seine goldene Fahne hissen. Und deswegen geht er jetzt von diesem Feld tatsächlich in dieses Tech-Feld, weil es einfach ein geiles, riesiges Gebäude ist, was er gerne hätte. Und deswegen geht er mit seiner Warband jetzt dahin. Und das wird er dieses Mal nicht in der gleichen Besetzung tun wie beim letzten Mal, sondern ich habe nach dem Spiel noch eine weitere Figur angeheuert bzw. zur Hilfe gerufen. Er gehört schon lange zur Warband. Er wird allerdings nicht so gerne mitgenommen in der Regel, sondern eher hier für Bewachungsmissionen und ähnliches wird er lieber eher zurückgelassen, denn das hier, das ist Larry der Lutscher. Er heißt deshalb so, weil, guckt euch mal sein Gesicht an, also er hat schon irgendwie gewisse Leiden und das liegt nämlich daran, auch hier immer total abgeranzt und so, das liegt daran, dass er an so gut wie allen Gegenständen, die er im Wasteland findet, lutschen muss. Man weiß nicht, warum er es macht. Er hat sich auch schon mehr als einmal eine Schelle dafür gefangen, weil die wollen das alle nicht. Aber er macht es nun mal immer. Er ist aber so ein guter, zuverlässiger Typ. Und er ist bisher der Einzige, außer Stepano, der hier eine Knarre besitzt. Nämlich eine Maschinenpistole und ein Light Weapon hat er auch mitgebracht. Er läuft also quasi eigentlich immer mit seiner Maschinenpistole und seinem Schlafsack durch die Gegend, sucht sich neue Gegenstände und lutscht daran. Und deshalb hat sich Stefano gedacht, den nehme ich diesmal mit und guck mal, ob der nicht vielleicht irgendeinen geilen Loot findet. Ich hoffe nur, der kriegt den dazu, dass er den dann nicht auch ablutscht, weil wenn er so irgendwie... ich will das gar nicht weiter denken. Auf jeden Fall, der hat sich meiner Robin angeschlossen. Damit bin ich exakt auf 250 Punkten wert. Und hier nochmal kurz, Larry der Lutscher ist tatsächlich ein normaler Raider, ist mein erster normaler Raider. Ich habe zwar auch zwei andere Rank-and-Files, aber er ist einfach nur ein Raider. Mit einem relativ, ich habe es noch nicht eingetragen, mit einem ziemlich normalen Profil, also so wie auch bei den ganzen anderen Warbands, so diese Standardleute sind, so Ranged 4, Mini 4, sowas halt. Er hat mich mit der Ausrüstung 30 gekostet, wobei ich die Light Weapon nicht bezahlt habe, sage ich mal, weil ich das Ding nämlich gelootet habe. Das habe ich gefunden. Ich habe also nur die Maschinenpistole gekauft und ich habe meinen Boss, den Stepano, die Pre-Fall-Ammo, die ich ja gefunden hatte im Wasteland, natürlich ihm gegeben. Ich habe mir auch überhaupt erst gar nicht durchgelesen, was das Ding kann, aber es ist klar, wenn einer diesen Shit kriegt, dann ist das ja wohl das der Banner. Okay, ich gehe also auf dieses Tech-Feld und ich bin gespannt, was der Timo jetzt gerade mal trinken muss. Ist immer geil, Hauptsache Kamera in die Presse. So. Richtig. Was er denn da Schönes aufbaut und was ich da bewältigen muss. The Machine Shop has arrived.
Wir sind da und wir sind auf dem Weg zu dem sehr geil aussehenden Tech-Zentrum. Warum da steht Filling Station und DinoGas, weiß man nicht. Auf jeden Fall muss ich dieses Gebäude haben. Es sieht aus nach Hochtechnologie und wenn ihr euch an die Story von meiner Warband erinnert, ist ja in der Machine Shop, es ist ja in etwas Ähnlichem gestartet. Vielleicht hoffe ich ja auch noch ein X1236 zu finden in so einer Kiste, wer weiß. Auf jeden Fall möchte ich dieses Ding gerne einnehmen. Deshalb bin ich hier vorne mit meiner Warband angekommen und mein Ziel ist es, da reinzukommen und zu hacken, ne? Genau. Die Technologie quasi zu hacken. Ja. Freizuschalten für dich. Das heißt, ich muss irgendwie da rein, muss gucken, was ich dann da so sehe, was ich hacken kann oder was es da so gibt. Genau, und auf dem Weg dahin eine Frage noch, weil wir eigentlich immer mit Loot und so, wir haben jetzt Random Encounters, was ist denn mit Random Loot? Tja, Random Loot haben wir noch nicht gemacht. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Vielleicht noch ein Wort zu den NPCs. Wir haben hier wieder die Geräuschmarker. Genau, sind Geräuschmarker. Welche NPCs sind, verrate ich noch nicht. Außerdem gibt es noch zwei geheime Encounter, die nicht zu sehen, die sich erst noch aktivieren werden und freischalten werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Okay, das heißt, ich bin hier mit meiner Warband platziert, hier der neue Larry und Stefano stehen hier, der Fischer als Backup. Die zwei relativ schnellen hier etwas weiter außen. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen es heute so, wir halten jetzt nicht die ganze Zeit drauf. Ich zocke jetzt einfach mal. Wenn irgendwas total Abgedrehtes passieren sollte, dann schalten wir nochmal in die Runde rein. Ansonsten gibt es eine Zusammenfassung. Richtig. Eine ereignisreiche Runde 1 ist vorbeigegangen. Larry der Lutscher hat, gut, dass wir ihn mitgenommen haben, hat aktiviert, hat sofort diesen Zombie erschossen. Denn ich war in 12 Zoll von diesem Marker und dem anderen. Da waren Zombies, die hier irgendwann mal gewohnt haben. Genau. Ja, und den habe ich tatsächlich direkt erschossen. Das war sehr gut. Mein Leader hat zwar den Zombie da hinten getroffen, aber nicht erschießen können. Trotz Large Caliber Schrotflinte. Stand dann da, nachdem er sich konzentriert hat, hat er geschossen. Ja, und der zweite Zombie, der stand vorhin hier, hat meinen Mongol geschargt, der nämlich nur eine Aktivierung hatte. Der Zombie konnte das deswegen, weil ich hatte ihn ja beschossen, er ist da durch ins Spiel gekommen. So, und als hier Lindsay da hingegangen ist zum Helfen, sie hatte zwei Aktivierungen, ist bewegt und dann gerannt, dann geschargt, ist sie in 3 Zoll von dieser Leiche gewesen, die da vorhin lag. Und diese Leiche war gar keine Leiche, es ist ein Zombie gewesen. Eigentlich ist ein Zombie auch eine Leiche, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Aber der ist halt nur halbtot gewesen. Ja, und er hat seine Aktion, die er hatte, verwendet, um sich erstmal aufzurappeln. Er lag da schon eine ganze Zeit rum. Das hat meinem Fischer dann ermöglicht. Der ist, weil er Move 6 hat, tatsächlich einmal hier rumgelaufen und dann gecharged auf ihn. Ich hätte auch ihn chargen können, aber einer von beiden wäre dann so oder so irgendwie markhaft gewesen. Ist so sogar, nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dahin gecharged. Hat allerdings leider den Zombie nicht getroffen. Der hat sehr gut gewürfelt. Ja, ja, dementsprechend ist Runde 1 zu Ende. Ich bin ungefähr, wie ihr ja seht, jetzt auf dieser Höhe. Wir räumen hier mal eben ein bisschen auf und gucken mal, was der Tiro dann sonst noch an Special Events hier auf Lager hat. So, Runde 2 ist vorbei und ja, dafür haben wir die Maschinenpistole mitgenommen. Er stand einfach nur da, hat gebürstet, dreimal, nur einmal verwundet. Nur einmal getroffen, aber leider nicht verwundet. Stepano hat es gerichtet. Er hat natürlich mal wieder nicht erfolgreich aktiviert, wie in dem letzten Spiel auch so oft. Hat aber einfach so mit der Schrotflinte reingehalten und den Zombie weggeballert. Hier allerdings, ja, der Zombie konnte reinchargen, hat aber keinen Schaden gemacht, der andere auch nicht. Ich habe allerdings auch keinen Schaden gemacht. Der Fischer hat tatsächlich getroffen, aber es hat nicht gereicht. Ja, und dementsprechend ist jetzt hier ein relativ fetter Nahkampf. Die sind immer noch auf ihren Startpositionen. Und Runde 2 ist zu Ende. Ich muss mal gucken, dass ich mal voran mache, ja? Also, diese gleich. Am Ende von Runde 2 sieht so aus. Ein großes Gemosche. Larry der Lutscher ist da reingeschatscht, denn er hat ja tatsächlich auch ein Light Weapon.
in seiner Hand. Er hat auch direkt getroffen, hat dann eine 8 für die Verwundung geworfen, aber Thibaut mit einer 9 locker gekontert, weil irgendwie die Zombies, ich krieg die nicht weg. Alle anderen haben auch zwar mal getroffen, aber nicht gewundet oder immer nicht getroffen, wie auch immer. Einzige Positive, ich selbst habe auch keinen Schaden bekommen. Also keiner ist hier draufgegangen. Stepano lässt sich ein bisschen Zeit. Er ist jetzt gerade hier mit einer Aktivierung. Und ja, wir sind am Beginn von Runde 3. Und los geht's. Ja, es läuft. Die alle hier haben nichts auf die Reihe gekriegt, aber Stepano ist um die Ecke gekommen und die Katze hat sofort einfach den Zombie zerbissen. Direkt ist der Nahkampf aufgelöst gewesen und ich konnte mich mit der zweiten Aktion bis hierhin bewegen. Leider nicht genau an den Lootmarker dran, weil der Sandsack im Weg war. Deswegen bin ich drum umgelaufen. Vielleicht macht das gleich einer von meinen Leuten. Ja, das war natürlich die letzte Aktion der Runde. Vorher haben alle schon irgendwie zugeschlagen und gemacht und hin und her. Es hat nicht funktioniert. Aber so ist jetzt endlich dieser Nahkampf aufgelöst. Und ihr seht das, ich habe zwar noch nicht ganz die zweite Karte erreicht, aber fast. Und wir gehen in Runde 4 und gucken mal, was es da gleich zu looten gibt. Ich denke, den Loot, den zeigen wir euch gleich live, weil ich glaube, da wird es dazu kommen. Aber bis dahin zocken wir erstmal. Okay, ich habe mit Stefano begonnen, denn alle anderen wären mit ihrem Move auch nicht direkt über die Sandsäcke und zum Looten gekommen, so dass ich da noch hätte warten müssen. Das wäre Quatsch. Also hat er zum Glück erfolgreich aktiviert, ist da hingegangen, hat erfolgreich gesucht. Nur, was er denn findet, sehen wir hier. Der Würfel hier ist der 10er und dabei ist das die 6 und der Monsterkopf die 1. Also ich hoffe, keinen Kopf zu sehen. Ich habe eine 24, das sind 10 Coins. Okay, nehme ich. Und wir machen dann mal weiter. Ende Runde 4 und ja, jetzt läuft's. Alle haben erfolgreich aktiviert. Er hatte ja gelootet. Er ist, also Larry ist hier rumgekommen, steht jetzt da. Die beiden haben sich hier durch diesen Spalt gequetscht, stehen da vorne und der Mongrel ist ganz schnell gekrabbelt, drüber gekrabbelt, weiter gekrabbelt, steht jetzt da, um sich vielleicht gleich da hinten Loot zu holen. Ja, und wir kommen in Runde 5 und gucken mal, was es hier so gibt. Ne? Da vorne ist nämlich einmal Loot im Kofferraum dieses Fahrzeugs. Obendrauf ist Loot, da hat man gesagt, das läuft folgendermaßen. In dieser Werkstatt, also die Scheiben sind alle raus, ja, überall bei dem Ding. Aber man sieht schon von außen hier durch, dass da irgendwie ein Seil, vielleicht ist auch eine Strickleiter oder so, runterhängt. Da werde ich also hochklettern können. Die Frage ist nur, ob mir die Zeit dazu bleibt. Mal sehen. Denn es gibt noch hier Loot und es gibt noch ein Loot da ganz hinten. Das wird aber wahrscheinlich ein bisschen engzeitlich. Aber mal gucken, was so geht in Runde 5. Ja, wird knapp, musst du dich beeilen, sagt der Tibo. Würde ich ja gerne. Problem ist, ich habe mit meinem Mongol begonnen und ich sag noch, ist vielleicht ein bisschen riskant, aber bam, da liegt die 1 und er hat sofort den Fischer angegriffen. Dieser konnte ihn nicht kaputt hauen, Lindsay auch nicht, aber Larry, der Lutscher-Junge, rein und umgekloppt, das Viech. Ja, das heißt, ich habe jetzt mein eigenes Viech erstmal ausgeschaltet, habe dafür auch natürlich keinen Kill oder irgendwas bekommen. Stepano schüttelt über das ganze Ding nur den Kopf und läuft einfach weiter, nähert sich so langsam dieser Tür. Ja, aber wir sind schon am Ende von Runde 5, es wird also wirklich eng. Mal gucken, ob ich da noch rechtzeitig in die ins Dino-Gas komme und ein bisschen hacken kann. Ja, gehen wir doch mal hier herum um die zweite Platte, um euch zu zeigen, was passiert ist. Hier wurde nämlich ein Zombie getriggert, der hörte den Lärm, als Stepano mit dem Don wie ein Irrer gegen die Tür gerannt ist. Also eigentlich war es der Don, der wie ein Irrer gegen die Tür gerannt ist. Krit und das Ding ist direkt bis hier hinten hingeflogen. Tür war auf, was ist los? Aber leider wurde hier ein weiterer Zombie getriggert. Sofort mit der Pumpgun geschossen und gejammt. Das war leider nichts. Zombies haben noch nichts gemacht, weil sie ja erst quasi aus ihrem Tiefschlaf erwacht sind.
Der Fischer ist hier mit erfolgreicher Aktivierung bis hinter die Tür gegangen. Bis so weit ist er nämlich gekommen. Lindsay ist außenrum gegangen, steht am Müllhaufen und wühlt da gleich mal ein bisschen rum, weil sie es cool findet oder so. Ich weiß nicht. Ja, und hier als Backup quasi steht Larry. Der hat nämlich nicht erfolgreich aktiviert, hatte somit nur eine Aktion. Ist halt hier hingelaufen. Ja, das war Runde 6. Also, wenn wir nochmal einen Blick hier ins DinoGas schauen, ihr seht, da ist ein Computerterminal und daneben eine Rechenmaschine oder so. Man weiß nicht genau, was das Ding kann, aber der Monitor blinkt, blinkt, blinkt. Und da stehen irgendwelche Sachen drauf, weiß ich nicht, drück hier oder Any Key oder so. Auf jeden Fall muss das Ding noch den Any Key. Ja, er muss den suchen, genau. Und das wird gleich einen Intelligenztest erfordern, wenn ich denn bis dahin komme. Also ich würde es natürlich auch nicht mit meinem Leader machen, weil ich dann nur eine 3+ brauche, aber ich muss erstmal dahin kommen. Und da steht ein Zombie im Weg. Und die Waffe ist gejammt. Hei, hei, hei. Okay, Runde 7. Auch wenn einiges anderes schon passiert ist, deswegen sind wir gerade hier. Lindsay ist beim erfolgreichen Aktivieren und zweiten Mal wühlen fündig geworden. Was findet sie denn? Selbes Spiel wie vorhin. 34. Equipment. Auf dem Equipment Table sieht so aus, dass ich mit einem W10 würfeln muss. Den habe ich hier. W10. Mal gucken, was es Cooles gibt. Die 10. Fischers Glow Be Gone. Okay. Ich glaube, damit senkt man Radioaktivität, aber ich weiß nicht genau. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall habe ich es gefunden. Vielleicht kriegt der Fischer es ja. Mal sehen, einfach nur wegen dem Namen. So läuft das in meiner Warband. Okay, wir spielen hier kurz die Runde eben zu Ende. Ich will jetzt noch nicht spoilern, deswegen bis gleich. Jetzt sind wir am Ende von Runde 7 und ich konnte hier den Zombie umhauen. Ich habe dann vom Game Master erfahren, dass er noch einen anderen Plan im Hinterkopf hatte, aber aufgrund der fortgeschrittenen Spieldauer und Schwierigkeit weiß ich nicht, vielleicht ist es auch mein Unvermögen, hier einfach mal voranzukommen, hat er es nicht gemacht. Die Tankstellenbesitzerin war zum Glück gerade irgendwie weg. So, dass es bei dem normalen Zombie geblieben ist, den konnte ich umklatschen. Es hat aber auch alles gekostet, also hingehen, chargen, der Fischer gecharged, so, hat zum Glück gepasst. Der Don war es wieder. Ja, und deswegen stehen die beiden hier. Sie hatte ja erfolgreich gelootet und Larry, der erfolgreich aktiviert hat, dachte, ah, Boss, hier, ich helfe dir. Ist hier rumgekommen, reingelaufen, durch das Fenster einen Schuss auf den Zombie, er hat ihn sogar getroffen. Aber leider nicht ausgeschaltet. Das hat den Zombie ziemlich erbost. Der ist durch das Fenster gesprungen, hat ihn gecharged und sofort ausgeschaltet. Naja, sehr gut gelaufen. Das heißt, 2 down bei mir. Aber mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Und ja, wir bewegen uns jetzt in Runde 8. Vielleicht machen wir sogar Runde 8 mit dem Hackversuch live. Ja. Weil wirklich viel passiert nicht mehr. Ich versuche jetzt auch das Ding zu hacken und nicht noch den Zombie da umzuklatschen, weil... ich möchte ja dieses Feld irgendwie haben. Deswegen nehme ich mir mal meinen Würfel mit. Versuche erstmal meinen Leader zu aktivieren. Auf 3+. Ja. Erste Aktion, ich gehe zum Terminal. Also er kommt ja auch so irgendwie an die Tastatur. Ja, ja. Der Fischer steht ja im Weg. So. Ich habe einen Metal-Wert von 7. Das heißt, ich bräuchte, um das jetzt zu hacken, Intelligenztest mit Metal gemacht, eine 3+. Ich versuche es mal. Okay, erfolgreich gehackt und dadurch, ja, was passiert eigentlich? Wie könnte man das jetzt erklären, dass hier die Tankstelle, also natürlich geht hier diese Rechenmaschine irgendwie an, ne? Genau, also die Maschine geht an und viel wichtiger aber für die Versorgung ist, dass du in dem Computer die ganzen geheimen Locations in deinem Feld findest, wo Benzin und Batterien und sowas versteckt sind. Und die kannst du jetzt natürlich als glorreicher Besitzer dieses Feldes alle einsammeln ohne großen Widerstand. Sehr gut. Und kampagnenmäßig, da das Ding ja hier als Tech-Center dient, kostet mich eine Reliquie zwischen den Spielen immer nichts. Das ist sogar gar nicht so kacke, denn ich habe ja eine. Ich habe ja die Pre-Fall-Ende, die ich übrigens auch die ganze Zeit nicht eingesetzt habe. Vielleicht hätte die ja irgendeinen Effekt gehabt. Ich glaube, irgendwas mit Reroll vielleicht. Es kann sogar sein, dass du eins besser triffst.
Oh, das wäre cool. Hätte aber, glaube ich, dann tatsächlich keinen Unterschied gemacht. Ja. Weil die einzige Zeit, wo du nicht getroffen hast, hast du gejammt. Okay, auf jeden Fall wurde das hier erfolgreich erobert. Ich zeige euch ganz kurz mal, wo wir doch gerade hier so beisammen sind. Die Map, dann haben wir das nämlich auch. Dann können wir nämlich, oh, kannst du mal bitte einmal nach so einer goldenen Flagge gucken? Wo sind die Flaggen dahin? Ich zeige euch derweil mal die Map. Das sieht nämlich so aus, so ist es richtig gedreht. Zur Erinnerung, im Norden der Dennis und der Pfeife. Im Westen die Schweinebande vom Marvin. Und im Osten der Thibaut und ich. Ja, und da ich dieses Tech-Zentrum jetzt erfolgreich erobert habe, stecke ich da mal mein Fähnchen rein, habe damit mein drittes Feld, das ist sehr cool. Und ja, Vorteil haben wir ja gerade schon gehört, ne, zwischen den Missionen. Für die anderen ansonsten immer das hier fünf Punkte zwischen den Spielen, also 5 Coins, nicht schlecht. Ich baue jetzt noch mal eben ein bisschen um, dann gucken wir uns mal die Warband an und was mit dem Mongrel und dem Larry passiert und wer dann noch ins Wasteland geht. Ja, hier ist meine Warband und wie ihr ja seht und mitbekommen habt, ist Larry und der Mongol ausgeschaltet worden. Er hat irgendwie, glaube ich, einen Paddel in die Schnauze gekriegt, aber er ist auch von einem Zombie ausgeschaltet worden. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so passiert. Deswegen, Injury Table hat der Thibaut schon auf, W10. Ich fange mit Larry an. Eine 10. Lucky Break. Also Glück gehabt. Der hat das nicht mehr überlebt. Sondern auch mit seiner neuen coolen Narbe beeindruckt er seine Warband und bekommt einen kostenlosen Erfahrungspunkt. Das ist sehr cool. Narben hat er schon ein paar, das heißt, das macht jetzt auch nichts mehr. Ich weiß nicht, ob er die beeindruckt. Wahrscheinlich, wenn er damit, guck mal hier, ist so, boah, ja, verpiss dich. Okay, gut, aber plus ein XP, das ist cool, denn er hatte ja auch einen Kill. Und er ist dann normal wieder mit dabei. Da habe ich ja sogar nochmal richtig Glück gehabt. Ja, und der Mongrel. 1W10. Das auch eine 10. Wie der eine Narbe kriegt, weiß ich jetzt nicht. Der hat so eine Schramme, so eine paddelförmige Schramme auf seinem. Ja, genau. Mit dem Paddel einmal da drüber gezogen. Okay, das heißt, der Mongrel ist auch wieder voll da. Keine negative Auswirkung, sehr cool. Ich darf und kann ihn nicht ins Wasteland schicken, deswegen bleibt er hier, wo auch mein Leader bleibt. Und ich schicke diese drei ins Wasteland. Gemischt habe ich gerade schon mal ein bisschen. Das sind alles nur Rank and Files, also nichts Besonderes. Nee, gar nicht wahr. Sie ist Specialist. Richtig. Aber völlig egal. Ich schicke trotzdem alle ins Wasteland und habe dann folgende Karten. Das sind viele Coins, 27, das finde ich gut. Das sind wenig Coins, 6, das finde ich nicht so gut. Und jetzt kommen irgendwas Geiles. Na, okay, 15 Coins. Keine besonderen Vorkommnisse, aber ich habe 27 plus 6, 33 plus 15, 48 Coins. Dann hatte ich ja vorhin noch 10 gelootet. Dann bringen mir meine beiden Felder auf der Karte, wie ihr gesehen habt, die ich schon besitze, jeweils 5. Ich habe also da nochmal 10. Und dann kommen gleich noch für Gelootete, also weiß ich jetzt inzwischen bei dieser Mission auswendig, ich habe 2 Dinger gelootet. Für jede gelootete Area gibt es 5. Das heißt, ich kriege da auch nochmal 10 hinzu. Ich hatte 6 Coins noch über. Ich habe jetzt insgesamt 10, 20, 30... 78 plus 6, ich bin bei 84 Coins, das ist gar nicht so schlecht. Habe einen Fischer Glow Begon und ein Crossbow noch in meinem Inventar. Mal gucken, was ich damit mache. Aber was ich damit mache und was jetzt auch mit XP und so ist, denn ich weiß nicht, mein Boss wird sicherlich aufsteigen, denn er hat eine Menge kaputt gehauen und auch gelootet und so. Aber was da alles passiert, das mache ich von jetzt bis zum nächsten Spiel. Vielleicht kommt ja auch jemand dazu oder so, muss ich mal noch schauen. Ja, ich denke, für heute sind wir auf jeden Fall erstmal fertig und raus. Vielen Dank für diese super Spielleitung. Der Thibaut hatte ein, zwei geile Ideen. Noch vielleicht seht ihr sowas ja nochmal in einem kommenden Spiel oder so, denn hier waren noch ein paar Sachen. Ich war ja relativ lahm auf der Karte, die einfach nicht triggern konnten, sag ich mal. Ne? Hier lag ja noch eine Menge Loot rum, wo ich einfach nicht dran gekommen bin. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal. Hoffentlich. Bis denn. Ciao.